Hallo, hallo, hallo. Ich lebe doch, ja, ja, wenn auch erkältet und alles mitgenommen, aber ich lebe. Oh, ich höre so schlecht, ne? Alter. Alles dicht. So, aber ich habe gedacht, bevor ich die Woche gar keinen Stream mehr starte, mache ich zumindest heute so kurz. Ich habe auch Bock auf Final Fantasy 6, kenne ich noch gar nicht. Gucken wir jetzt rein. Heute aber krankheitsbedingt ohne Kamera. Ich muss schon mal eben, Moment, das Spiel starten. Let's go! So. Spiel startet. Ich muss gleich mal eben gucken wegen Lautstärke noch. Kann definitiv lauter. Glaube ich. So, ist glaube ich gut. So, ich hab euch offen. Jetzt kann ich die Maus rausziehen. Oder? Hab ich ein Spiel getappt? So. Das Ding ist nämlich, komischerweise, funktioniert das Spiel, also mit Controller nicht, sobald ich meine Maus angesteckt habe. Egal welchen USB-Stock ich in meine Maus reinstecke, die sorgt irgendwie, was Controller bei einigen Spielern geht, für Probleme. Komischerweise. So, let's go. Der Magikrieg. Als seine alles vernichtete Flamme erloschen, schwand auch die Magie von der Welt. Tausend Jahre verstrichen. Die Menschen ersannen Maschinen und ließen eine neue Zivilisation erblühen. Doch auch heute gibt es solche, die nach magischen Kräften dürsten, um mit ihnen die Welt zu knechten. Die Musik ist schon wieder episch, ey. Oh. Sollte vergangenes Unheil sich wiederholen, haben die Menschen nichts gelernt? Die Sounds. In dieser Stadt also? Kaum zu glauben, dass hier eine gefrorene Esper gefunden worden sein soll. Tausend Jahre nach Ende des Magikrieges. Sicher wieder nur Waschweibergeschwätz. Wer weiß. Immerhin haben sie uns die da mitgeschickt. Wird schon was dran sein. Aber. Hey. Die Hexe? Angeblich soll sie seit ihrer Geburt Magie beherrschen. Kumpel erzählte mir, sie habe 50 Magitech-Mechts in nur 3 Minuten umgepustet. Ganz schön unheimlich. Keine Sorge, der Stirnreif hält sie im Zaum. Schaltet ihr Bewusstsein aus. Die niest nicht mal ohne Erlaubnis. So geht das eigentlich automatisch weiter. Voll stressig. Okay, wir nehmen die Ostroute. Vorwärts Marsch. Hi Tiffany, hi. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ist bei euch das Wetter, by the way, auch so typisch April? Mega scheiße.
Bam, 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 bam. Oh, die Musik ist so schön. Mir geht's super und dir, habe gerade eine kleine Pause von einer Fortbildung. Dann gönn dir ein Päuschen. Mir geht's so weit, bis auf dass ich jetzt neben meinem Rückenproblem auch noch eine Erkältung habe. Geht's mir eigentlich ganz gut, doch. Was machst du denn für eine Fortbildung? Wenn ich fragen darf. Ja, Wetter macht, was es will, ist halt wirklich so. Also hier ist von Sonnenschein bis mega Regenschauer bis Hagel heute gefühlt alles. Und immer in so 15 Minuten Umschwung. Mega strange. Es wird gerade auch schon wieder mega dunkel hier. Finanzbuchhalter? Okay, cool. Ich will die 15 Grad und Sonne zurück. Das war so schön. Ich sitze gerade auch mit dicker Kuschelstrickjacke, dicke Decke und Wärmflasche. Das Mädchen bildet die Vorhut und keine Scharmützel. Wir haben eine Mission. Vorwärts. Ach, jetzt geht's nicht mehr automatisch weiter. Sehr gut. Jetzt kann ich klicken. So, wissen wir. Ich weiß noch nicht, ob ich danach Finanzbuchhalter oder Controller machen. Okay. Das muss gut überlegt sein. Das, was dir halt eher liegt. Würde ich sagen. Imperiale Magitech Max. Nicht einmal mehr. Nasche ist sicher. Achso, das ist die Stadt, ne? Nasche. Ba, 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 ba. Oh, ich liebe die feine Fantasy-Musik. Ich kann da nichts gegen machen. Ist und bleibt Beste. Vielleicht doch ein bisschen laut? Nee, ne? Sound müsste eigentlich passen. Die Effektlautstärke, glaube ich, ein bisschen. Warte mal. Einstellung. Das kann ich, glaube ich, so machen. Im Namen der Stadtwache Narches, ergebt euch, elende Eindringlinge. Achso, erst die Hunde verschicken und dann auch noch. Okay. Die machen wir auch noch kaputt. Ihr seid umzingelt. Eingekesselt. Alle One-Shot hier. Easy peasy.
Verstärkt den Verteidigungsring. Mammut, auf sie. Ist der auch One-Shot? Jo. Oh, ich sollte mich vielleicht mal heilen. Oh. Ba, 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 da. So, mal eben durchheilen. Ich glaube, sie konnte. Ja. Vita. Heilen wir nochmal den und nochmal den. Sicher, sicher. Es hieß, die gefrorene Esper sei in einem neuen Stollen entdeckt worden. Vermutlich irgendwo hier drin. Na dann. Gucken wir mal. Naschminen. Achso, ich hätte jetzt auch hier. Wow. Ein seltsamer Speicherpunkt, ja. An Speicherpunkten kann mit den Items Schlafsack oder Zelt gerastet und das Abenteuer gespeichert werden. Achso. Also heilt das gar nicht automatisch. Okay. Das erledige ich. Geht in Deckung. Eine Wehrratte. Nie sollt ihr die Esper bekommen. Ymir auf sie. Bossfight! Wartet. Das ist ja unglaublich. Die haben die abgerichtet. Etwa eine Ahnung, was das ist? Schon mal von Depotischnecken gehört? Das sind Monster, die Energie absorbieren. Und in ihrem Panzer speichern? Genau die. Also sieh dich vor. Ziel bloß nicht auf den Panzer. Okay. Alles klar. Let's go. Dann ziehen wir auf den Kopf. Die hat mich zugeschleimt, die Sau. Ah. Okay. Also jetzt nicht angreifen. Ja, wie böse sie guckt. Jetzt wieder rauf, der. Was macht eigentlich dieser Schleim? Schaden macht er keinen, oder? Easy peasy. Ba, 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 ba. Nicht mal eine Belohnung bekommen. Ah doch, ein High Potion und ein Äther. Das ist also die gefrorene Esper? Irgendetwas stimmt nicht mit dem Ding. Gefällt mir ganz und gar nicht. Die gefrorene Kreatur beginnt ein unheimliches Licht auszustrahlen.
Was ist das für ein Licht? Oha. Oha. Was war das denn jetzt? Hey, Wedge, wo steckst du? Was passiert mit mir? Okay. Wir sind in Arsch noch, okay? Hallo? Wo bin ich? Na nun, schon auf den Beinen. Dabei habe ich den Knechtreif doch gerade erst entfernt. Diese Stechen, mein Kopf, alles dreht sich. No. Ruh dich aus, mein Kind. Das sind die Folgen des Reifes. Wer ihn trägt, ist seines Willens beraubt und tut alles, was man ihm aufträgt. Ich kann mich an nichts erinnern. Sorg dich nicht. Mit der Zeit wirst du dein Gedächtnis zurückgewinnen. Hm. Sie ist cute. Eine junge Frau voller Geheimnisse, geboren mit der Gabe der Magie, versklavt von Imperium. Ja, ich bleib bei den Standardnamen auf jeden Fall. Mein Name ist Terra. Beeindruckend. Dein Geist scheint stark, mein Kind. Öffnet die Türe. Händigt uns das Mädchen aus, das den Magitech-Mech steuerte. Oh. Öffnet auf der Stelle. Wagt es nicht, das Mädchen zu schützen. Sie ist eine Handlangerin des Imperiums. Imperium? Magitech-Mech? Für Erklärung ist jetzt keine Zeit. Fliehe. Den Hitzköpfen ist mit Argumenten nicht beizukommen. Hier entlang, schnell. Komme. Du kannst durch die Minen fliehen. Beeil dich. Ich werde versuchen, sie eine Weile zu beschäftigen. Okay. Dann wollen wir mal da lang. Da drüben, hinterher. Achso. Wahrscheinlich hier rein. Zweite Etage. Ich glaube, jetzt sind wir nicht mehr so stark, wa? Oh, warte mal, ich habe auch Magie. Oh. Achso, reicht auch. Okay, easy. Luna, ich glaube, du möchtest gerade nicht auf meinen Schoß. Da ist eine Wärmflasche und das ist ziemlich warm. Hm? Ja, direkt wieder weg. Eine Kiste. Ah, mit vier kann ich vorspulen, oder? Ah, nee, das ist Auto. Nee, Auto will ich nicht. Autokampf ist Kaka. Aber ich glaube, ich konnte die Kampfgeschwindigkeit einstellen, ne? Da. Eine Phoenix Feder. Ein Schlafsack.
Das hat jetzt aber nicht das geändert, was ich dachte, was es ändert. Da ist sie, schnappt sie euch. Oh oh. Seht her, die berühmte Magitek-Kriegerin. Mit diesem Knechtreif wirst du mir hörig sein. Kefka. Hahaha, recht so. Vernichte sie, äschere sie ein. Tapfere Soldaten, höret mich. Wir stehen am Anfang einer neuen Ära. Das glorreiche Das Imperium hat die Magie wiedererweckt. Nur Erwählten wird diese heilige Kraft zuteil. Herrschen werden wir über alle Lande. Unsere Zeit ist gekommen. Hurra! Lang lebe Imperator Gestahl! Oder Gestahl. Sie ändert sich. Da bist du endlich, Junge. Ich hoffe, du hast dem Diebeshandwerk ein für alle Mal abgeschworen. Ein rastloser Wanderer, ein Jäger, der das Abenteuer liebt und weiter mehr noch Schätze. Lock. Ich, ein Dieb? Ich borge mir lediglich was sowieso niemand mehr braucht. Und die Anrede meiner Wahl ist immer noch Schatzjäger. Tja, nichts als Wortspielerei. Da gibt es einen elementaren und juristisch bedeutsamen Unterschied. Übrigens, warum hast du mich gerufen? Ach ja, richtig. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe doch tatsächlich jenes Mädchen getroffen. Ist das wahr? Sprichst du von ihr? Dem Mädchen mit den magischen Kräften? In genau diesem Moment sind ihr Narsches Wachen auf den Fersen. Mächtig genug ist Narsche, dem Imperium zu trotzen. Doch zu trotzen sind leider auch seine Bürger, eine Widerstandsbewegung wie die Rückkehrer zu unterstützen. Ich habe ja versucht, ihnen zu erklären, dass das Mädchen lediglich eine Marionette Gestahls war, doch glaube nicht, sie schenken mir auch nur eine Sekunde Gehör, diese Hitzköpfe. Verstanden, ich werde ihr zur Flucht verhelfen. Verlass dich auf mich. Sehr wohl, euer Weg sollte euch zuallererst zum König von Figaro führen. Figaro, Figaro. Da kommt er ja genau richtig, wa? Da ist sie, schnappt sie euch. Oh shit. Verdammt, das ist ja ein ganzer Haufen. Kuppo. Moris, wollt ihr uns etwa helfen? Super! Wir werden die Stadtwachen in Schach halten. Sollen wir den Plan genauer erklären? Ja, bitte? Ihr kämpft in drei verschiedenen Gruppen. Mit der L-Taste kann zwischen ihnen gewechselt werden. Bezwingt den Anführer der Wache, bevor seine Leute Terra erreichen, sonst ist der Kampf verloren. Okay.
Müsst ihr sie einfach alle bekämpfen, oder was? Oh, shit. Alter, macht ganz schön Schaden. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll mit diesem Wechsel der Puppen, aber okay. Ich sollte mich gleich irgendwie mal heilen. Super, ihr habt nur 4 Potions. Das ist ja witzig. Man muss jetzt gehen, beide. Du musst ja nur den Hauptanführer besiegen, oder? Der eine ist halt gleich tot. Na. Mokret wird sterben! Da. Oh Gott, die sind halt gleich alle fast sind. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Den muss ich besiegen. Hoffe ich, dass die anderen dann auch. Scheiße. Erstmal klauen. Fast alle tot, aber ich muss erstmal klauen. Super. Bitte sei tot. Ich hätte wahrscheinlich den anderen Captain aus dem Weg gehen sollen, ja. Kann ich jetzt doch nicht mit dem Hallo? Was ist das denn jetzt für ein Bug hier? Kann ich mit dem sprechen? Ah, I understand. Alles klar, okay. Guck mal, jetzt kann ich mit dem direkt durchlaufen. Oh. Wahrscheinlich hätte ich mit der anderen Gruppe besser durchlaufen sollen mit ihm.
Was mit Lock? Geht das so? Aber der hätte Lock. Ach, egal. EP bekommen. Moritz, ich danke euch vielmals. Wir haben sie aufgesaugt. Es war dieser Schalter, wenn ich mich recht entsinne. Oh, du bist wieder zu dir gekommen. Bin ich in Sicherheit? Hast du mir geholfen? Bedank dich bei den Mokris. Oh, ich kann mich an keine Mokris erinnern. Auch nicht daran, was vor ihrem Auftauchen geschah oder an das, was davor passierte. Ist das, du hast dein Gedächtnis verloren? Es kommt sicher zurück mit der Zeit. Amnesie, hm? Hab keine Angst, ich werde dich beschützen, ganz sicher. Hm? Huh? Ich kann doch jemanden mit Gedächtnisverlust nicht einfach im Stich lassen. Ich beschütze dich, vertrau mir. Wie sie ihn anblinzelt. Wer bist du denn? Dies ist die Schule für Abenteuernovizen. Riskiere einen Besuch. Maschinen mögen uns unser Leben erleichtert haben, doch dort draußen lauern noch immer eine Menge Gefahr. Eine Welt voller seltsamer Monster ist dies. Weiser Rat würde euch sicher zum Vorteil gereichen. Okay. Dieses Wasser wurde von einem Vita-Brunnen geschöpft. Es regeneriert LP und MP. Die praktischen Brunnen werden euch sicher auf euren Reisen begegnen. Bling. Kann ich hier rein? Bling. Auch in solch unscheinbaren Gefäßen verbirgt sich manchmal ein Schatz. Oh, cool. Seid ihr im Umgang mit Accessoires vertraut? Accessoires sind mit äußerst nützlichen Effekten versehen. Zum Beispiel Laufstiefel, haben doppeltes Tempo, Rittertugend, beschützen Gefährten. Dragonerstiefel, Kommandosprung, Gauntlet, zweihändige Waffenführung. Über Accessoires im Menü kann man sich diese Fähigkeiten aneignen. Ein Gefährte kann bis zu 2 Accessoires anlegen. Gucken wir gleich mal. Ein Potion hat noch bei jeder Wunde geholfen. Ein Schluck und schon sind ein paar LP regeneriert. Effektiver ist natürlich das Nächtigen in einer Herberge. Ausgeruht sind alle Gefährten wieder bei vollen Kräften. Hohoho. Ho, ho. Manche Schatztruhen überraschen Ahnungslose mit gar monströsem Inhalt. Mimik oder was? Ja, natürlich. Oder so. Hat sich ein Wolf drinne versteckt. Die Taste, die ihr benutzt habt, um mich anzusprechen, ist die Bestätigen-Taste. Zurückkehren könnt ihr in den meisten Fällen mit der Abbrechen-Taste. Die Menü-Taste öffnet das Menü. Wow. Richtungstasten oder den anderen? Ja. Was Schokobus angeht, bin ich Experte. Zum Vorwärtsbewegen, nach oben drücken, zum Lenken nach links und rechts. Mit der L-Taste lässt sich der Blickwinkel ändern. Eine Steuerung wie beim Laufen ist ebenfalls möglich. Ein Pfeil nach unten taucht über dem Schokobo auf, wenn er anhält. Dann kannst du mit der Taste zum Abbrechen absteigen. Aber Vorsicht, der Vogel kehrt nach dem Absteigen sofort zu seinem Stall zurück. Okay. Auch Einkaufen will gelernt sein. In den vielen Geschäften gibt es allerlei Symbole zu beachten. Ein nach oben zeigendes Dreieck bedeutet eine Attributaufwertung. Ein nach unten steigendes Dreieck hingegen eine Attributabwertung. Gleichzeichen bedeutet eine Veränderung? Ja, ja. Ein A weist darauf hin, dass der Gegenstand bereits angelegt ist. Weiße kleine Dreiecke unter den Gefährten signalisieren deren Zugehörigkeit zur aktuellen Gruppe. Hallo Zwiebel! Das ist ja mit Abstand der hässlichste Schriftfont, seit den ich jemals gesehen habe. Was? Findest du? Und das ist Standard? Irgendwie? Was wollte ich gucken? Ach, Accessoires wollte ich gucken, ne? Aber wahrscheinlich habe ich eh noch keine.
Nö. Piu, piu, piu. Wie geht's dir, Zwiebel? Alles gut? Hey. Dies ist die Schule für Abenteuer-Novizen. Riskiert einen Besuch. Maschinen mögen... Achso, das ist der von draußen, der sagt das Gleiche. Stellt ihr unter Einstellungen im Menü den Kampfmodus auf Warten, dann bleibt die Zeit stehen, sobald ihr während eines Kampfes Zauber oder Items auswählt. So könnt ihr in aller Ruhe euren nächsten Schritt vorbereiten. Bei mir ist alles gut, sehr schön. Das freut mich zu hören. Ach du Scheiße. Zustandsveränderungen werden durch unterschiedliche Farben dargestellt. Blau refleckt, Magie wird zurückgeworfen. Okay. Gelb, Abwehr steigt. Grün, Magieabwehr. Rot ist Hast, okay. Weiß ist gemacht, langsamer. Ach, dann hat der Schleim uns verlangsamt. Rosa ist Stopp. Okay. Das ist auch cool gemacht. Ey. Die weißen Zahlen werden eines Kampfes signalisieren. Schaden, die grüne Regeneration. Ja, erzählen wir was Neues. Gefährten, die in zweiter Reihe stehen, erleiden nur halben Schaden. Teil aber auch nur mit halber Kraft aus. Um die Reihe zu wechseln, wählt ihr das Symbol des Gefährten im Hauptmenü unter Formation einfach zweimal aus. Übrigens, wenn ihr beim zweiten Mal einen anderen Gefährten wählt, dann tauscht er mit dem ersten die Plätze. Kesseln Gegner euch ein, steigt der Schaden, den sie erteilen. Insbesondere, wenn sie in euren Rücken stehen. Aus den meisten Kämpfen könnt ihr fliehen, indem ihr die L- und R-Taste gleichzeitig gedrückt haltet. Okay? Ist der Balken neben dem Namen eines Gefährten gefüllt, könnt ihr mit einem Kommando erteilen. Ihm ein Kommando erteilen. Wenn ein Gefährte nichts tun soll, kann er einfach übersprungen werden. Bei der Auswahl eines Ziels für einen Zauber könnt ihr mit der L- oder R-Taste alle Verbündeten oder Gegner anvisieren. Okay. Bei der Auswahl eines Ziels für einen Zauber könnt ihr mit der L- oder R-Taste alle Verbündeten oder Gegner... Aha. Das Kommando verteidigen halbiert den erlittenen Schaden. Es bleibt aktiv, bis ein neues Kommando gewählt wird. Langweilig, mach Goda. Nein, wir nehmen alles... Habe ich mit dem gesprochen? Ja. Die Lehren in diesem Raum sind etwas komplizierter und für geübte Abenteurer. Wir sind geübt. Let's go. Ach du Scheiße. Und Tote, zum Beispiel Geister, reagieren höchst allergisch auf Heilzauber, wie Vita. Aha. Soll ich euch in die Geheimnisse des Zustandsveränderungen einweihen? Ja. Ein Ziel unsichtbar, erleidet es keinen physischen Schaden mehr. Zauber treffen jedoch ausnahmslos und heben den Zustand auf. In einen Kobold verwandelt, können Magie und Sonderkommandos wie Kenjutsu nicht mehr ausgeführt werden. Mhm. Zu einem Zombie verflucht, er graut die Haut und die LP fallen auf Null. Ungeachtet dessen greift der Zombie alles an, was sich bewegt, egal ob Freund oder Feind. Mit Weihwasser kann der Zustand rückgängig gemacht werden. Konfus und Schlaf können durch physische Angriffe aufgehoben werden, das wusste ich auch schon. Ein Ziel, auf das Schutzengel gezaubert wurde, wird automatisch reanimiert. Sollte es K.O. geschlagen. Ein Ziel, auf das Regener gezaubert wird... Okay, das kennt man alles. Verfügt ein Gefährt über einen Doppelgänger... Treffen gegnerische Angriffe auf ins Leere. Okay. Doppelgänger. Drei Elemente sind Feuer, Eis und Blitz. Mhm. Im Zustand Reflekt werden Zauber reflektiert. Wissen wir auch. Zudem durchdringen einige Sprüche der Blaumagie Reflekt. Okay. Mit Runik können Zauber absorbiert und MP aus ihren extrahiert werden. Das Kommando behält so lange Wirkung, bis ein Zauber absorbiert wurde. Im Zustand Trance steigen Stärke und Magie. Je mehr Kampferfahrung, desto länger kann die Trance aufrechterhalten werden. Tänze und Rage werden einmal befehligt bis zum Ende eines Kampfes ausgeführt. Im Zustand Kritisch wachsen Kämpfer manchmal über sich hinaus. Mit einem Schlag können sie dann alles retten. Wagt beherzt einen Angriff und wer weiß, vielleicht wird aus der Not eine geheime Spezialattacke geboren. Aha. Eine interessante Eigenheit von Reflekt ist, dass kein Zauber abgewehrt werden, die bereits einmal reflektiert wurden. Aha. Findige Kämpfer machen sich dies beim Angriff zunutze. Sie zaubern Reflekt auf einen Gefährten und sprechen dann Angriffszauber auf ihn. Aha. Kenjutsu werden erst dann entfesselt, wenn die nötige Kraft für die entsprechende Technik aufgebaut wurde. Während ein Gefährte Kraft sammelt, können ihm andere Kommandos gegeben werden. Okay. Ist hier was drin? Nein. Hier ist der! Potion.
So. Fertig mit dem langweiligen Erklärblabla. Jetzt geht's los. Ich glaube, ich muss mich bei dem Spiel abgewöhnen, den Joystick zu verwenden. Ich glaube, Steuerkreuz ist ein bisschen angenehmer. So, wir müssen jetzt nach Figaro, ne? Vom König von Figaro müssen wir. Ach, scheiße. Wie mache ich die Map? Ah. Wie? Schatz, nun 2 von 10. Wie? 2 von 3. Verdammt. Da müssen wir bestimmt nochmal irgendwann hin. Hat er gesagt, ob in Osten oder Westen? Ich weiß es nicht mehr. Killerkaninchens. Mümmler. Da 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 da. Rappapa. So, hier ist irgendwas. Skorpione, oh nein. Wir machen Feuer aus sie. Ich mag das, dass man vorspulen kann. So, ist das Figaro hier? Ja, perfekt. Oh, Schokobusch. Halt! Ach, du bist. Kann's passieren. Okay, danke. Der König erwartet euch. Der König erwartet euch. Ja, ja. Sicher würdet ihr es kaum glauben, aber diese Burg steckt voller geheimer Mechanismen. Zum Beispiel der. Aber nein, geheim bleibt geheim. Wow. Naja. Hallo König, bist du der König? Diese junge Frau, also soll... Wer bist du? Entschuldigt bitte vielmals. Wie konnte ich es wagen, eine solch bezaubernde Frau wie euch im Ungewissen zu lassen? Ein junger König, dessen Wüstenreich Figaro in Allianz mit dem Imperium steht. Er ist der Vorreiter der technischen Zivilisation. Edgar. Na gut. Gestatten Edgar, König von Figaro. Er hätte es sicher nicht gedacht, dass ich so einflussreiche Freunde habe, was? Also dann, bis später. Erstmal dreimal zugenickt. Ich hörte, ihr gehört den imperialen Truppen an. Saugt euch nicht. Mein Reich steht im Bunde mit Gestahl. Ruht euch etwas aus. Ich werde mein Bestes tun, einer liebreizenden Dame wie euch in den... Einer liebreizenden Dame wie euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Warum bist du so nett zu mir? Ist es wegen meiner Kraft? Die Antwort ist denkbar einfach. Erstens bin ich längst betört von eurem Liebreiz. Zweitens brenne ich darauf, zu erfahren, welcher Typ von Mann euer Herz zu erobern vermag. Gott. Eure anderen bezaubernden Kräfte rangieren abgeschlagen auf Platz 3. Ja. Sieht ganz so aus, als hätte mein Charme Rost angesetzt. Hm. Sicher hat er recht. Andere Mädchen hätten sich bestimmt geschmeichelt gefühlt. Fühlt euch in der Burg wie zu Hause.
Die haben sich doch abgesprochen, die Soldaten, dass sie immer das Gleiche sagen. Man erzählt, das gestalische Imperium habe sich etwas bemächtigt, das Magie genannt wird. Mit den neu errungenen magischen Kräften wird Gestalt sich anschicken, die Welt zu beherrschen. Oder mal versuchen. Kann man da durch? Ja. Sind Treppen. Die ist da. Königs Fedru. Willkommen. Oh. Nö, ich will nichts kochen. Hab vielen Dank. Eine Goldnadel. War, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, über den Final Fantasy Teilen immer gegen Stein, oder? Eine Portion und ein Gegengift. Autoarmbrust. Ein Kakophon. Eine Waffe, deren schrille Töne konfus bei allen Gegnern bewirken. Bioblaster. Eine Waffe, die bei allen Gegnern Schaden erteilt, Utsturz ihnen bewirkt. Was? Nee. Obwohl, wir haben ziemlich viel Gil, ne? Kann ich schon was kaufen? Wo sehe ich denn, wer das verwenden kann? Was ist denn Sturz? Lass mal das Kakophon mitnehmen. Das klingt lustig. Kakophon. Muss man das ausrüsten? Gadgets. Sicher würdet ihr es kaum glauben, aber diese Burg steckt vor. Achso, naja. Geheim bleibt geheim. Figaro ist die fortschrittlichste Nation der Welt. Na dann. Auf der ganzen Welt studieren Gelehrte Magie. Doch schwer zu fassen ist, was man nie mit eigenen Augen sah. Es heißt, unsere Vorfahren sollen einer Kraft namens Magie fähig gewesen sein. Jene, die diese Kraft beherrschten, wurden Magie genannt. Magie. Achso, jetzt bin ich draußen. Ich bin noch nicht nach draußen. Moment. Da war ja noch eine andere Tür. Unser Königreich steht im Bunde mit dem gestalischen Imperium. Wollt ihr ein wenig ruhen? Naja, warum nicht? Ey, bleib stehen. Seine königliche Hoheit Edgar ist ein Frauenheld, wie er im Buche steht. Ob Großmutter oder junges Mädchen, jene muss er umgarnen. Oh Gott, okay. Vor kurzem machte der König sogar der Hohepriesterin schöne Augen. Na, die hat aber ihr Nudelholz geschwungen. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hin muss. Willkommen auf der Wüstenburg Figaro. Na, dankeschön. Willkommen, ja, ja. Nee. Wo muss ich denn jetzt hin?
Ich will nicht rauslaufen. Boah. Geht die denn jetzt jedes Mal automatisch raus? Aber auch beide nichts gesagt, ne? Wo die hingehen oder so? Edgar hatte einen Zwillingsbruder, ein guter Junge, dem die Familie alles bedeutete. Wird die Musik leise? Edgar, was ist auf einmal mit Vater geschehen? Er redet von Nachfolge. Hast du das denn gar nicht bemerkt? Lies in seinem abgemagerten Gesicht. Was soll das bedeuten? Edgar! Waren das Tränen? Der Zwillingsbruder von Edgar, dem Königsthron entsagt, zog er in die Welt, um Freiheit zu finden. Das bestimmt der Böse. Ah, nee, doch nicht. Sabin, okay. So trug er sich zu. Sabin war sein Name. Sicher ist längst ein stattlicher Mann aus ihm geworden. Als er uns verließ, war er von kleinerem Wuchs als Edgar. Sein Wesen war sanft. Wo er jetzt wohl weilen mag? Weißt du, was der König gesagt hat? Dass mir... Wir mal heiraten, wenn ich groß bin. Wir heiraten, wir heiraten. Alter, der macht auch alle an, wa? Der Edgar. Die drei Länder auf dem südlichen Kontinent hat das Imperium schon unterjocht. Und wir sind die Nächsten. Niemals. Okay. Dann bleibt ihr nur noch hier, oder? Hier ist nichts. Na toll. Die hochentwickelten Waffen und Items, die wir produzieren, werden an die Händler Südfigaros geliefert. Super. Und wo muss ich jetzt hin? Verdammisch. War ich jetzt irgendwo noch nicht? Ah. Wer bist du? Der Trubel um die Thronfolge missfiel dem jungen Prinzen Sabin. Er wollte dies alles hinter sich lassen. Das Königsamt sollen die beiden Brüder gar mit einem Münzwurf unter sich ausgemacht haben. Da war ich auch schon. Da ist er wieder. Und, wusste meine Burg euch zu gefallen? König Edgar, eine imperiale Gesandtschaft nähert sich der Burg. Kefka. Guck mal, der ist auch blond. Ich hätte gedacht, dass das der Bruder ist. Igittigit, Gestalts, dämliche Befehle. Alles voller kratzigen Sand. Edgar, du Volldepp. Musst du ausgerechnet in dieser stinkenden Wüste deine Sandburg bauen? Meine zarte Haut ist ganz aufgeraut von Sonne und Sand. Denkt daran niemand? Ihr Würmer, seht meine neuen Land...
Lackschüchen. Ganz staubig. Mein Herr, glänzen Sie wie am ersten Tag. Wie öde. Lord Kefka, aus welchem Grund mögt ihr uns die Ehre erweilen? Aus dem Weg, Elena. Aus dem Weg. Ich kann heute nicht lesen. Ach so. Oh, ich spiele Edgar. Edgar. Okay, der redet nicht mit mir. Eure Siege scheinen euch zu Kopf zu steigen. Sind nun gar eure Bündnispartner bedroht? Bündnis? Wovon träumst du? Mit eurer erbärmlichen Kleinstadt? Ich höre, drei Lande fielen bereits unter imperialem Schwerte. Was heckt ihr aus? Das geht euch gar nichts an. Wow. Und er lacht nur. Welch wichtiges Anliegen führt dem Hof Magus Gestalts höchst selbst zu uns? Man munkelt, du gewährst einer Frau aus unseren Reihen Unterschlupf, Edgar. Du meinst die Frau, von der gesagt wird, sie habe magische Kräfte? Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Spuck's aus, wo steckt sie? Ach, könnte ich mich doch nur erinnern. Mein lieber Kefka, Frauen umgeben mich, wie Sterne am Himmel stehen. Es würde dir nichts nützen, sie zu verbergen. Hoffen wir, dass dein geliebtes Figaro von Unheil verschont bleibt. Okay. Ja, ich denke mal zurück. Was für ein widerlicher Kerl. Ist Terra wohl auf? Du weißt, was zu tun ist. Wie gerne hätte ich eure reizende Gesellschaft noch länger genossen. Doch mein Amt gebietet mir, mit meinem Ministern Kriegsrat zu halten. Schwer wiegt die Bürde eines Königs. Entschuldigt mich. Folge mir. Hä? Wo ist er jetzt hin? Ist er wieder zurückgegangen? Wo ist er hin? Entschuldige, dass es hier schon wieder so ungemütlich wird. Du heißt Locke, nicht wahr? Edgar sagte, du seist ein Dieb. Es heißt Schatzjäger. Weißt du, es ist so. Edgar kollabiert nur scheinbar mit dem Imperium. Kollaboriert? Kollaboriert. Ja. In Wirklichkeit steht er auf Seiten des Widerstandes. Er unterstützt die Rückkehrer. Und ich arbeite als Mittelsmann zwischen beiden Seiten. Der alte Mann, der dir in Narsche geholfen hat, ist ebenfalls einer von uns. Ach, ich bin eine imperiale Kriegerin? Du warst manipuliert von Gestahl. Das ist jetzt vorbei. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Wenn ich versuche, darüber nachzudenken, schmerzt mein Kopf nur noch mehr. Du kannst jetzt tun und lassen, was du willst. Mach dir nicht so viele Gedanken. Du wirst deinen Weg schon finden. Tun, was ich will. Was zur... Was ist passiert? Das Imperium. Kefka. Kefka, bist du übergeschnappt? Rück das Mädchen raus. Sie ist nicht hier. Ach wirklich? Dann seid ihr uns nicht mehr von Nutzen und Unrat muss brennen. Wow. Lament sollt ihr sterben. Rück das Mädchen raus. Sie ist nicht hier. Feuer, Feuer! Feuer, Feuer! komme ich da jetzt noch? Hallo?
Darf ich da mal... Nee, darf ich nicht? Okay. Wir schreiten zu Plan B. Bereitet alles vor. Jawohl, Majestät. Hast du es endlich eingesehen? Ja, du hast mich überzeugt. Zu gehen. Seht her, seht her. Der edle König ergreift allein die Flucht. Das nenne ich Untertanenliebe. Was für ein Spaß. Springt auf. Fertig machen zum Abtauchen. Yeehaw. Figaro Tauchmodus aktiviert. Ah, das sind also die Geheimtechniken, die Figaro drauf hat. Wohlan, seht, wie anmutig Burg Figaro in das goldene Sandmeer taucht. Ja, wie so ein Clown. Ihnen nach, tötet sie! Wow, weiter sind wir noch nicht gekommen. Okay. Alter. Ich will klauen. Also Edgar kann Gadgets nehmen. Lol. Kakophon! Verwirren Sie! Hä, wieso ist sie jetzt tot? Ich hab doch geheilt. Kann meine Heilung nicht schnell genug durch? Die hauen ganz schön rein, ne? Hä, wieso lebst du jetzt wieder? Was? Hä? Wie ist random wieder aufgestanden? Was hast du, Edgar? Du siehst aus, als hättest du Geister erblickt. Du hast das gerade auch gesehen, oder? Oder? Klar, die Kleine hat ein paar nette Tricks auf Lager, was? Nette Tricks? Weißt du, was das war? Magie! Magie! Magie? Das war Magie? Tuschel, tuschel, tuschel. Flüster, flüster. Terra, so heißt ihr doch, schönes Kind. Was um alles in der Welt habt ihr da gerade angestellt? Es tut mir so leid, ich wollte nicht. Ist schon gut. Eigentlich müssten wir uns entschuldigen, so zu erschrecken. Wie recht du hast. Magie sah ich zum ersten Mal. Verzeiht meine Reaktion. Doch erlaube mir die Frage, wer ihr seid. Ist das nicht egal, Edgar? Terra beherrscht Magie. Wir tun das nicht. Das ist alles. Und ihre Kräfte können wir jetzt ziemlich gut gebrauchen. Danke, Locke. Auch dir möchte ich danken, Edgar. Vor allem, wie der Magitech da einfach rumsteht und nichts macht. Okay, das ist trotzdem noch tot. Wieso kriegen die keine EP? Für Figaro! Wie provokant wir nochmal an ihm vorbeireiten. Nein, nein, nein! Glaubt nicht, das wird das Ende sein. Ich zahle euch alles heim. Yippie! Waren die böse? Ich hab solche Angst. Terra, es gibt da jemanden, den ich euch gerne vorstellen würde. Wir sind Mitglieder der Widerstandsgruppe Rückkehrer. Ich möchte, dass ihr unseren Anführer Banon trefft.
Magie wird eine Schlüsselrolle in unserem bevorstehenden Kampf spielen. Magie. Euch ist diese Kraft zu eigen. Außerdem reagiert ihr auf die Esper. Da muss es einen Zusammenhang geben. Ich sagte doch, dass ich keinen blassen Schimmer habe. Als ich mir meine Kraft bewusst wurde, konnte ich sie bereits wie von selbst anwenden. Doch kein normaler Mensch ist von Geburt an imstande, Magie zu wirken. Verzeiht. Was soll ich nur tun? Gestalt wird nicht eher ruhen, bis ihr euch und euer Geheimnis in den Händen hält. Doch das darf nie geschehen. Mit solcher Macht risse das Imperium die Welt in den Untergang. Und auch ihr wüsstet gewiss gerne, was hinter eurem Talent steckt, nicht wahr? Ist dem so, dann trefft Banon und findet die Wahrheit heraus. Bitte, du musst uns helfen. Also, bitte, du musst uns helfen. Gut, brechen wir nach Süden auf. Dort sollten wir auf eine Grotte stoßen, die nach Südfigaro führt. Sie hat noch gar nicht zugestimmt, oder? Na gut, Süden, sagte er, ne? Süden ist hier. Oh. Da ist Süden. Ba, 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 ba. Die da? Da? Landen? Nee. Nein! Schokobo, komm zurück! Also. Südfigaro, ja. Ich würde aber gleich mal eben eine Pause machen. Ich muss mir nämlich echt eine Kanne Tee kochen. So viel lesen. Bei Erkältung und Halsschmerzen brauche ich dringend mehr Tee. Mein Kaffee ist nämlich auch schon seit gefühlt 40 Minuten. 30 Minuten leer. Ja. König Edgar, wohin führt euch? Führt euer Weg. Durch die Grotte wollen wir gen Osten nach Südfigaro reisen. So denn geht es nordwärts zum Hauptquartier der Rückkehrer. Berichte dies, wenn du zur Burg zurückkehrst. Zu Befehl, mögen die Götter euch schützen. Kann ich entscheiden, wen ich steuere? Ich will nicht Edgar steuern. Steuere ich jetzt sie? Nee. Okay. Ich würde sie mal nach hinten stellen. Und die beiden nach vorne. Und sie müssen wir irgendwie wiederbeleben. Item. Nutzen. Wo kommt der gleiche Speicherpunkt? So. Wie viel MP hat's jetzt noch? 27. Ich mache beide vor. So. Jetzt ist Musik ein bisschen entspannter. Dann mache ich ganz kurz Pause. Mache mir eben eine Kanne Tee und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.
So, der Tee zieht jetzt noch. Aber, also ich muss gleich noch mal kurz aufstehen, aber... Ja. Kommt schon mal weiter. Oh, eine Schildkröte. Vitabrunnen. Wow, jetzt werde ich doch geheilt. Ich will zur Schildkröte. Manu. Was sind das denn für Glubschis? Ein Fopper? Ich glaube, ich will erstmal die Bienen weghaben. Die macht mehr Schaden mit einem normalen Angriff als der Dieb, okay. Oh, die halten ganz schön viel auf. Die halten echt ganz schön viel aus. Achso, ich kann mit Edgar ja auch. Genau, blöd. And Gadgets. Let's go. So. Könnte ich wieder hier eben rangehen? Nee. Ich muss natürlich da ganz unten hin, um den Brunnen zu mürzen. Wie sieht denn unser Leben aus? Ist eigentlich alles noch gut, ne? Ja. Kann ich hier auch durch? Nee, ne? Demo-Rocks, 3 Stück. Lol, okay. Terra hat Atoxi gelernt. Okay. Habe ich ja doch irgendeinen Weg übersehen. Nein, Edgar schläft. Bleibt das jetzt? Na, gut. Von da oben sind wir gekommen. Ach, hier kann ich durch, okay. So, das ist ein Heilungszauber. Ba-ba-ba-ba-ba. So, jetzt muss ich aber mal eben heilen. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Ah, okay. Ist immer nicht so offensichtlich, wo man durch kann und wo nicht. Da könnte ich durch. Da ist eine Kiste. Edgar ist ein bisschen OP.
Okay. Da muss ich anscheinend lang, deswegen gehe ich nochmal zurück. Bestimmt noch eine Kiste. Ja. Wieder. Neue Errungenschaft. Angehender Krieger. Natürlich, kurz vorm Ausgang. So, Süden, ne? Südfigaro, ja. Ninja! Hallo, red mit mir. Die Händler dieser Stadt bieten feinste Waffen, Rüstung und Accessoires. Weil. Schaut euch um. Ey! Ey, Typ! Können wir reden? Können wir reden? Ey! Einer dieser Schüler Dunkans ist euch wie aus dem Gesicht geschnitten. Der Typ, der am Tresen, macht mir eine Gänsehaut. Die imperiale Armee scheint überall auf dem Vormarsch zu sein. Wie lange sind wir wohl noch sicher? Dunkan unterrichtet auch seinen Sohn Fargas. Doch schien dieser keinen besonders guten Fortschritt zu machen. Sind wir dir etwa keine Antwort wert? Moment, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das war doch... Niemandem gilt seine Treue. Und niemand kennt das wahre Gesicht hinter seinen kalten Augen. Shadow. Shadow, ein kaltblütiger Assassine. Für Geld würde der sogar seine Eltern meucheln. Dann lassen wir uns besser gar nicht erst mit ihm ein. Doch! Oh. Kann ich mit dem Tresendude nicht reden? Ja. Echt nicht? Ich will den in meinem Team. Verschwinde. Bin beschäftigt, muss dieses Fläschchen dem alten Opa Schluckspecht bringen. Stört einen Mann nicht bei seiner Arbeit. Aus dem Weg. Wie hat er das jetzt gebracht? Ja, ja, ich weiß, ja. Kinder haben hier nichts zu suchen. Bin schon so gut wie weg. Ich leg mich aber zu einem Fremden ins Bett. Burg Figaro hat sich gegen Gestahl erhoben. Ihr Götter, das Letzte, was wir gebrauchen können, ist ein Krieg. Ist aber nett, dass der einfach so mit uns redet. Ins Bett gelegt.
So, ich will gleich mal eben einen Tee. Mit Accessoires kann man sich manch nützliche Fertigkeit aneignen. Seht, wie schnell ich bin. Ja, ich will Accessoires kaufen. Hä? Accessoires sind mit äußerst nützlichen Effekten versehen. Zum Beispiel Laufstiefel. Ja, das hatten wir schon. Bei Accessoires im Menü kann man sich diese Fertigkeiten aneignen. Ein Gefährte kann bis zu 2 Accessoires anlegen. Willkommen. Ich will alles. Oh, ist das teuer. Eine Brille mit blind bewahrt, Vergift bewahrt, Stein bewahrt. Sein Trägerschutz ist automatisch gefährdet in einem kritischen Zustand. Den finde ich ganz cool. Den will ich auf jeden Fall haben. Kaufen wir. Gift ist jetzt nicht so wichtig. Gift können wir mit Terra schon heilen. So. Ab, vielen Dank. Er bekommt auf jeden Fall den Ritter. Er bekommt... Achso, warte, mit dem laufen wir aber gerade gar nicht rum, ne? Wir laufen ja mit Edgar rum, ne? Achso, läuft trotzdem doppelt so schnell. Hui! Miau! Cool. Also irgendwie reden nicht alle mit mir hier, ne? Bin schon blöd genug, sich mit dem Imperium anzulegen. Kann ich aber auch irgendwie sagen, ich möchte gerade nicht schnell laufen. Ich kann noch schneller laufen sogar. Willkommen im Südfigau. Achso, habe ich schon? Sehr Schokobestein. Was Schokobus angeht, bin ich Experte. Achso, ja. Ein Schokobo-Ausdruck kostet 80 Gil. Nein, nein. Will ich nicht. Warte mal, eventuell ziehe ich die tatsächlich wieder aus. Das ist mir echt zu schnell. Na, guck mal, ich kann ja so schon rennen. Das ist eine gute Geschwindigkeit. Ja, der andere ist mir zu... Oh. Oh. Augentropfen erhalten. Gegengift erhalten. Cool. Wagt ihr euch tief in die Kolzberge, so werdet ihr bis zu den Ausläufern des Säbelgebirges gelangen. Okay. Achso, jetzt bin ich wieder hier drin. Da wollte ich gar nicht rein. Hier komme ich aber auch wieder da rein, oder? Willkommen. Achso. Ja, ja. Ich wollte mal Tee holen, ne? Steht wirklich ein Krieger bevor? Krieg bevor? Mein Gott. Dann sollte ich vielleicht besser in meine Heimat zurückkehren. Phönixfeder ist gut. Da war der Spritz abgebildet. Willkommen, was ist das? Oh, Waffeln. Ein Riesenschwert. Attacke plus... Das haben wir das. Ich überlege mir, den Bioblaster noch zu holen. Wir ja alles haben, ne?
Mithrilschwert wäre noch besser für... Würde das einmal holen. Für ihn. Dann können wir das Mithrilschwert Dingsens geben. Und davon hole ich trotzdem noch eins, damit wir das ihr noch geben können. So. Dann sind wir fast pleite. Den hole ich jetzt auch noch. Ausrüstung. Du bekommst das. Du bekommst das. Und du bekommst auch das. Oh, Rüstung. Scheiße. So. Einfach mal alles ausgegeben, ja. Der kann zwei? Oh, ach so, nee, doch nicht. Schade. So, jetzt hol ich mal mit ihm Tee. Sonst komm wieder rein mit. Mal wieder einmummeln. Moment. Oh. So. Was geht's? Hast du es auch gesehen, wie cool Burg Figaro durch die Erde getaucht ist? Aber Quatsch, geht ja gar nicht. Das können nur Maulwürfe und Regenwürmer. Nein, das kann auch unsere Burg. Warte, nee. Mein Opa war früher mal Bote für den reichen Onkel, der im Norden der Stadt wohnt. Mein Dienst ist erledigt. Wag es ja nicht, meinen Feierabend zu stören. Zieh Leine. Achso, das ist der. Ha. Mit Fremden pflege ich nicht viel zu plaudern, doch brächtest du mir ein leckeres Tröpfchen, wer weiß. Echt jetzt? Ich verfolge dir jetzt einfach. Wir müssten dem Opa wahrscheinlich ein Tröpfchen bringen, damit er uns irgendwas Tolles erzählt. Er hat ja Feierabend, ne? Nehmen wir das mal eben hier.
Fett, geht nicht. Verschwinde, bin beschäftigt, muss diese Flasche mit einem oberen Stuckbrech bringen. Warum macht er das jetzt echt nochmal? Ich will das ihm bringen. Warte. Warte. Hä? Okay. Was hier? Nein! Nachher war aber trotzdem schon da. Wo kriege ich denn ein Tröpfchen Alkohol her? Vielleicht muss ich das auch gar nicht. Ich weiß. Habe ich hier schon drin? Nö, ich will nichts, danke. Östlich von hier liegen die Kolzberge. Okay. Der Onkel, der im großen Haus im Norden der Stadt wohnt, hat ganz viel Geld. Diese Stadt ist gut bewährt. Wie viele Magitek Max das Imperium auch schickt. Es wird kein leichtes Spiel. Von den Kampfkünsten meines Mannes Dunkan erzählt man sich selbst auf Figaro voller Ehrfurcht. Zurzeit ist er in den Kolzbergen und bildet seine Schüler aus. Okay. Der Mann im Norden der Stadt, im großen Haus. Das ist auch keine Spritze, das soll ein Schwert sein, ja, klar. Das hier? Das sieht auf jeden Fall nach viel Geld aus, das Haus, aber hier ist kein Typ. Ich weiß halt schon wieder nicht, wo ich hin soll. Also in der Stadt waren wir jetzt überall. Wir müssen es jetzt noch irgendwie hinkriegen, dem alten Typen da oben Alkohol zu bringen. Achso, konnte man, warte mal, in einem Itemladen konnte man da irgendwie Sprit kaufen? Nee, ne? Im Osten sind die Kolzberge.
Guck jetzt mal, ob ich hier irgendwie an Alkohol komme. Den mitnehmen? Nein. Den mitnehmen? Nein. Ich will ihn nicht ansprechen, weil er geht dann wieder mit dem Zeug zum Opa. Ich will das haben. Egal, wir gehen jetzt in die Koldberge. Gen Osten. Jo, hier ist ja noch mehr. Dieses Schiff legt nicht ab. Hier irgendwo Alkohol am Ort, an Bord. Mist. Okay, dann nicht. Frage ist jetzt, wo komme ich aus der Stadt raus? Komme ich irgendwo Richtung Osten noch raus oder muss ich jetzt wieder... Ah. Gelbkirschen. Muss anscheinend wieder hier raus. Im östlich Holzgebirge. Nie ohne Seife waschen. Das da? Warum halten die denn so viel aus? Wo bin ich denn da jetzt hin? Ich kann Feuer echt auf alle machen. Wer war das? Ein Schatten. Okay, ich muss jetzt einmal heilen. Mm.
gar nicht geguckt, ob das auch mehr Mana verbraucht. Wenn ich das nicht alle mache, wahrscheinlich schon. Wenn nicht, wäre cool, aber wahrscheinlich verbraucht es mehr Mana. Oh Gott. Warte mal. Mich triggert die Kiste, die wir vorhin gesehen haben, wo wir noch nicht rangekommen sind. So, 4 MP. Ich hab jetzt tatsächlich nicht gesehen, ob das jetzt mehr MP gekostet hat oder nicht. Also der Schatten ist da irgendwo runtergehüpft, aber... Oha. Wow, Lock, was kannst du eigentlich? So, Gift bleibt aber wahrscheinlich, ne? Ja. Dann einmal... Kein... Hier rein? Nee. Wieso verfehlt denn der so oft? Mein Gott. Mm-mm.
Baba. Schickt dieser Feigling Sabin jetzt etwa schon seine Handlanger? Wer bist du? Sabin? Ist der hier? Stimmt, das war sein Bruder, ne? Bist du etwa der Typ, der hier die ganze Zeit rumgeschlichen ist? Geht dich gar nichts an. Wer immer ihr auch seid, ihr werdet mich nicht aufhalten. Dass ihr mich traft, ist ein Zeichen der Götter. Eure Leben sind verwirkt. Sterbt, ihr dreckigen Ratten. War gut, dass ich gerade noch geheilt habe. Oh nein, 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 nicht Edgar! Bock! Edgar, steh auf! Noch Edgar ist schon wieder tot! Na, oh Gott, nein, ich hab mich verklickt! Wieso kann man eine Phönixfeder bitte auf einen, der lebt, überhaupt anwählen? Oh, kacke, ey. Warte jetzt. Hallo? Spiel? Jetzt habe ich keine Phönixfeder mehr. Na, das wird ja spannend hier. So, sie kann jetzt auch nicht mehr heilen. Das alles. Oh. Komm schon, stirb. Ja, super. Oh je. Ja. GG. Wo hab ich das letzte Mal gespeichert? Okay. Okay, fliehen ist scheiße.
So. Angriff. So, dann heile ich mich gleich nochmal voll, bevor ich jetzt gleich mit dem spreche. So. Sieht mir direkt noch ein Ether. Hallo? Normal, kann ich speichern? Nein. Schnell speichern. Ja. Ich lese das jetzt nicht nochmal. Wir machen den einfach kaputt. Hoffe ich. So, einmal macht sie Feuer, aber nur einmal. Dann konzentriert sie sich aufs Heilen. Gut, der eine ist schon mal tot. Das sieht doch schon viel besser aus. Genug der Mätzchen. Ich werde euch alle ins Jenseits befördern. Nein. Das reicht, Vargas. Na, wenn das mal nicht Samen ist. Unser Bruder. Warum nur, Vargas? Warum tötest du Meister Dukan? Du, sein ältester Schüler, sein Sohn. Das fragst ausgerechnet du? Dich wählte er als Nachfolger. Ein Findelkind von seinem eigenen Sohn. Vor seinem eigenen Sohn, dieser Narr. So ein Unsinn. Du solltest als Unsinn? Es steht dir doch ins Gesicht geschrieben. Du irrst, Vargas, nicht mich. Dich hielt der Meister für würdig. In deinem Talent sah er, erspare mir dein hohles Geschwätz. Jetzt bin ich der Meister. Erfahrt meine Stärke. Auge des Zyklops.
Nicht übel, Sabin. Mein Vater hatte sich nicht zu viel von dir versprochen. Du willst einen Zweikampf? Es ist uns bestimmt. Und du wirst zwangsläufig untergehen. Oh oh. Ach, schon bald. Kannst du deinen geliebten Meister wieder in die Arme schließen? Im Jenseits. Oder tickt eine Zeit? Ernsthaft? Blitztech! Da! Oh Gott! Warum zögerst du, Sabin? Es gibt kein Zurück mehr. Das ist aber cool, dass man da dann eine Eingabe tätigen muss. Und Blitztech. Aura-Kanone. Kamehameha. Genug gespielt. Ich werde der Sache ein Ende bereiten. Ich muss einen Blitztech ausführen. Hab ich doch schon. Wie der Meister mich lehrte. Wähle Faustwirbel im Menü Blitztech und drücke dann. Ja, ja. Wähle Blitztech an. Das hab ich schon gemacht. Doch sei vorsichtig, ein kleiner Fehler und der Angriff bleibt wirkungslos. Das alles. Wann lerntest du diese Technik? Wäre bloß dein Stolz nicht gewesen. Der Meister hätte sicher. Easy. Sabin! Bruder? Ne, ja, ja. Bruder, ihr seid Zwillinge? Der ist dein Bruder, Edgar? Und ich dachte, das wäre einer von Vargas Bären. Wow. Bär? Ich ein Bär? Na da, das fasse ich dann mal als Kompliment auf. Viel wichtiger ist, dass Edgar... Was hat dich bloß hierher verschlagen? So, viel wichtiger als das, Edgar, was hat dich bloß hierher verschlagen? Wir sind auf dem Weg ins Säbelgebirge. Etwa zum Hauptquartier der Rückkehrer? Dann erhebst du dich also endlich. Viel zu lange hat Figaro Gestahl aus der Hand gefressen. Ich hatte schon befürchtet, du würdest nie den Mut aufbringen, zu beißen. Die Chance zum Gegenschlag ist gekommen. Wir werden dem Imperium nicht länger zu Füße kriegen. Dann zahlt sich mein jahrelanges Training also endlich aus. Du schließt dich uns an, Sabin? Meister Duncan wird es mit Wohlwollen sehen, wenn ich für Frieden kämpfe. Na dann, worauf warten wir? Noch einer mehr. Haben wir für den irgendwie bessere Ausrüstung? Glaube nicht, oder? Ein Zelt erhalten. So. Bestimmt wieder so ein Spiel. Ich meine, es ist Final Fantasy, wo man grinden muss irgendwann. Säbelgebirge, ne? Oder irgendwie so? Ist das hier? Achso, hier schon der Unterschlupf der Rückkehrer. Okay. Majestät, ihr werdet erwartet.
Ich spreche erstmal mit dem da unten. Hallo? Die imperialen Strohköpfe kommen nie darauf, dass wir hier unsere Basis haben. Willkommen! Kann ich keine Phönixfedern kaufen? Erstmal die Kiste. Hallo? Werter Barnon, wir bringen das Mädchen. Aha, du bist also das Mädchen, das Resonanzen bei der Esper auslöste. Esper? Es hat den Anschein, das arme Kind wurde vom Imperium kontrolliert. Durch die Brieftaube bin ich grob im Bilde. Ich hörte, du sollst 50 imperiale Soldaten in nur 3 Minuten allesamt getötet haben. Das ist nicht wahr. Terra. Barnon, bei allem Respekt, ihr geht zu weit. Sie muss sich der Wahrheit stellen. Man erzählt sich eine Geschichte. In einer Zeit, da die Herzen der Menschen noch frei von Niedertracht waren, gab es ein einziges Gefäß, das nicht geöffnet werden durfte. Die Neugier eines Mannes jedoch war zu mächtig. Als er das Gefäß öffnete, entwich das Böse in die Welt. Missgunst, Eifersucht, Habgier, Krieg und Unterdrückung. Nur ein einziger Lichtschimmer blieb in dem Gefäß zurück. Das Licht der Hoffnung. Was immer auch geschehen ist und wird, denke nie, deine Gabe sei verflucht. Du bist das letzte Licht, das der Welt geblieben ist. Das Licht der Hoffnung. Barnon. Ich bin erschöpft. Lass mich etwas ruhen. Er ist erschöpft. Ah ja. Von seinem Vortrag? Wir mussten uns durch Höhlen kämpfen. Aber immerhin durften wir auch schlafen. Ne Phönixfeder, yay! Viele Menschen, die mir lieb und teuer waren, fielen durch das Imperium. Gestahl und seine Scheren haben mir gezeigt, was es heißt, zu hassen. Vielen droht ein ähnliches Schicksal, wenn nichts unternommen wird. Um das zu verhindern, habe ich mich den Rückkehrern angeschlossen. Aber ich habe doch niemanden, der mir etwas bedeutet. Keine Freunde, keine Familie. So ein Unsinn. Und bestimmt gibt es auch ein paar Menschen, die dich ins Herz geschlossen haben. Auch für sie lohnt es sich zu kämpfen. Oh, nein. Er erzählt nochmal das Gleiche. Okay. Ba-ba-bam. Unsere Bewegung ist klein, doch gewinnen wir überall Sympathisanten. Die Freiheit liegt zum Greifen nah. Die imperiale Offensive macht uns allenorts schwer zu schaffen. Ein Gegenschlag muss bald erfolgen. Ich habe mal wieder keinen Plan, aber mein Bruder hat sich noch nie geirrt. Er war immer für mich da. Du kannst ihm blind vertrauen, wirklich. Bleibt aber im Geheimnis von Edgar, ja? Achso, vor Edgar. Sonst steigt ihm das noch zum Kopf. Achso, Quatsch, nein. Ich weiß, dass wir viel von euch fordern. Doch zwängen wir euch, unseren Ansichten zu teilen, wären wir nicht besser als das Imperium. Daher wünsche ich, dass ihr euch aus freiem Willen entscheidet. Wo ist denn jetzt der Barnon hin? Fasst Mut und kämpft an unserer Seite. Aero-Messer, oh. Rittertugend.
Na toll, hätte ich keinen kaufen brauchen, für nichts wieder. Aber das können wir... Achso, kann ich gerade nicht, weil ich alleine bin. Gut. Hab's hier noch einen anderen Weg? Nee, ne? Sagt auch nichts anderes. Hast du jetzt noch mal was anderes? Die Menschen im lieben Tor waren verlassen. Unseren Anführer sucht ihr? Er ging nach draußen. Es ist noch nicht lange her. Ah, danke schön. Bist du zu einem Entschluss gekommen, dürfen wir unsere Hoffnung in dich legen. Ja. Wunderbar. Aber ich habe solche Angst. Das ist kein Wunder, mein Kind. Jeden plagt Unsicherheit. So will ich dir dieses reichen, Terra. Es ist ein Talisman. Er wird dich schützen, nun nimm ihn schon. Gauntlet erhalten. Mir kommt da eine gute Idee. Rufe doch bitte die anderen zusammen. Jeder weiß, dass das Imperium seine Siege mit Hilfe von Magie erringt. Doch wie um alles in der Welt hat Gestahl die magischen Kräfte wiedererweckt. Das ist der springende Punkt. Um dies zu sondieren, hatte ich Locke entsandt. Er brachte interessante Kunde. Gestahl hat Gelehrte aus aller Welt versammelt, die Esper-Studie betreiben. Studien. Der Überfall auf Narsche fand statt, um an neue Erkenntnisse zu gelangen. Das heißt, dass zwischen Espern und Magie ein Zusammenhang besteht? Esper und Magie. Bei diesen zwei Worten fällt mir nur eines ein. Doch nicht etwa. Oh doch, lieber Edgar. Der Magiekrieg. Nicht wirklich. Das meint er nicht ernst. Meine Großmutter erzählte mir immer vom Einschlafen davon. Sind die Geschichten wirklich wahr? Sollte sich etwa die Tragödie des Magiekriegs von neuem abspielen? Wer weiß das schon? Über 1000 Jahre liegt nun alles zurück und zahllos wie die Jahre sind die Thesen der Gelehrten. Eine besagt, dass man den Espern damals Energie entzog und sie auf Menschen transferierte. Das also steckt hinter Magie? Um Gestahlparole bieten zu können, werden auch wir Magie benötigen. Törichtes Geschwätz. Die Fehler der Vergangenheit dürfen nicht wiederholt werden. Was schlagt ihr also dann vor? Ich fragte mich, ob es nicht möglich wäre, eine Esper um Rat zu bitten. Na? Eine Esper? Es ist riskant. Doch wenn wir Terra und die Esper noch einmal vereinen, könnte das Wesen erwachen. Gibt es denn keinen anderen Weg? Ich fürchte nicht. Was geschehen wird, kann ich nicht sagen. Doch haben wir keine andere Hoffnung. Terra, wir brauchen deine Hilfe. Terra! Lasst es uns versuchen. Ich verstehe zwar nur Schokobo, aber klingt irgendwie spannend. Bin dabei. Was war das eben für ein Geräusch? Sir Barnon! Südfigaro wurde... Huh? Was hast du? Was ist passiert? Die imperialen Truppen marschierten von Südfigaro direkt auf den Stützpunkt zu. Nicht marschierten, sondern marschieren. Wir sind entdeckt. Bereitet sofort die Evakuierung vor. Locke. Schon klar. Ich soll nach Südfigaro und den Vormarsch bremsen? Wir setzen ganz auf deine Fingerfertigkeit. Viel Glück. Terra, mach keinen Unsinn, bis ich wieder da bin. Insbesondere
solltest du auf gewisse lüsterne Könige Acht geben, die hier nicht näher genannt werden sollen. Lock. Hahaha, Edgar, kannst du es einfach immer noch nicht lassen? Und was tun wir? Wir werden über den Lethe-Strom nach Narsche fliehen, auch der Esper wegen. Sehr wohl, ich werde uns am hinteren Tor ein Floß bereitstellen lassen. Es ist eine gefährliche Route, aber andere Wege bleiben uns nicht. Terra, es ist zu gefährlich hier. Flieht mit uns nach Narsche. Dort werdet ihr sicher auch Gelegenheit haben, mehr über eure Kräfte herauszufinden. Zum Zaudern ist jetzt keine Zeit. Auf nach Narsche. Okay. Jetzt ist Lock weg. Aber Barnon ist bei uns. Okay. Sie hat ein Dingses bekommen, ne? Da, Gauntlet. Abwehr plus 5. Let's go. Hab doch so ein Aero-Ding bekommen, oder nicht? Kann der zwei? Nee. Der kriegt auch noch eine Rittertugend. Der hat auch viel Leben, oder? Der hat sogar am meisten Leben. Das ist gut. Achso, den kann ich gar nicht optimieren, okay. Irgendein Zauberer. Aber ich hatte doch, warte mal, Items. Nicht so eine Aero, da, Aero-Messer. Ein Messer, das mit Kraft des Windes besät. Wieso kann das denn keiner tragen? Hm. Wahrscheinlich nur für Lock und der ist gerade nicht da. Wir machen aber auch nicht mehr ganz so lange, weil mein Hals ist so. Schiff ahoi, dieses Floß trägt uns nach Narsche. Ja. Barnon muss mit allen Mitteln beschützt werden. Sollte er zu Boden gehen, findet das Abenteuer ein vorschnelles Ende. Okay. Dann schützen wir Barnon. Angriff. Beten. So, er heilt. Ja, dann bitte mal. Das ist cool, ich habe quasi einen Gratisfaller dabei, der mega gut heilt und hast du keine MP oder so. Welchen Weg sollen wir nehmen? Oh, scheiße. Links? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ich hoffe, das war jetzt nicht der richtige Weg. Bei Looten und so kann ich hier wahrscheinlich eh nichts, ne? Ba-ba-da-da.
Hat der Dude eigentlich wirklich eine Sonnenbrille auf? Oh Mann. Ba, 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 ba. Einmal speichern. Ba ba ba. Oh, bin im Kreis gefahren. Oh. Verdammt. Koffee? Mannerei. Oder auch nicht. Oder doch? Sind doch im Kreis gefahren, ne? Das heißt, ich fahre jetzt links.
So, dann nochmal speichern. Weiter geht's. Ich würde gerne noch in Nasche ankommen. Was mit der Esper machen. Oder zumindest da ankommen. Was denn, was denn? Ultros! Hey, hier gibt's kein Durchkommen. Na und wie? Was für eine Frau genommen, mein Ding. Lass mich dich nicht tentakeln. Er hat mich tentakelt. Oh, scheiße. Paella stand nicht auf meiner Speisekarte. Warum? Na, ohne Witz, wieso haben die Jungs jetzt alle eine Sonnenbrille auf? Oh. Sabine is dead. Nein, nicht auf. Kann er jetzt mal kaputt gehen? Ja. Klatsch. Blubber, blubber. Oh, ist doch nicht tot. Ah? Ist der erledigt? Ich denke nicht. Er hat ja kaum ernst gekämpft. Sicher ist er einfach nur abgetaucht. Ja. Da war etwas an meinem Fuß. Terra, hier rüber. Wir sollten aus dem Gröbsten raus sein. Dieser dämliche Achtarmleuchter. Dem verpasse ich einen Blitzzeck, dass ihm die Saugnäpfe glühen. Gemach, Sabin. Halt mich nicht zurück, Bruder. Dieser Hitzkopf. Sabin, schau nicht so betrübt. Es besteht kein Grund zur Sorge. Meint ihr wirklich, Bannon? Aber natürlich. Ihr müsstet es doch am besten wissen, Edgar. Sicher springt euer Bruder bald wieder quietschfidel aus dem Wasser. Oh! Quietschfidel ist halb tot dagegen. Sabin, jetzt bist du ganz auf dich gestellt.
Viel Glück, Kleiner. Wow. Sabin! Nein! Edgar und Terra sind... Was? Die Bahnen schützen, Genasche ziehen. Sabin hinfortgerissen von der Gewalt des Lethe-Stroms. Und schließlich? Lok, der Südfigaro infiltriert, um den Vormarsch des Imperiums zu bremsen. Was mag die Gefährten erwarten? Manu, der Beste ist jetzt weg. Sabin war cool. Wähle bitte ein Szenario, Kupo. Echt jetzt? Das ist aber dann doch ein guter Punkt, um zu sagen, Break. Dann wählen wir nämlich beim nächsten Mal wahrscheinlich erstmal Lok aus. Dann die drei in der Mitte und dann Sabin. Das ist immer cool gemacht, finde ich. Das ist ganz cool tatsächlich. Ah. Bin ich auch interessiert, was mit Sabin passiert. So, ich mache jetzt aber Feierabend und werde mich aufs Sofa kuscheln und was essen. Ich habe Hunger. So, mal gucken. Wer ist denn so online? Wir sind immer nur so Leute über 50 Zuschauer. 60. Na, Pippi. Miete dazu. Ja, ich komme gleich aufs Sofa. Ja. Nö, wir machen heute einfach mal so aus. Mal gucken, wie es mir morgen geht. Ob ich dann morgen nochmal einen Shorty mache oder nicht. Entscheide ich dann spontan. Je nachdem, wie fit ich morgen bin. Aber wahrscheinlich mache ich morgen mal einen Tag. Wirklich gar nichts, gar nichts. Isa, vielen Dank fürs Reingucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Tulu.